Die ja, Dukatengardisten, die euch begleitet haben, wie viele waren das? Zwei? Vier? Vier. Vier. Also für jeden zwei. Würden sich dann auch erstmal im Tee, in der Teestube hinsetzen, auch einen Tee trinken und sich eine Zigarre anmachen. Gut. Haben wir, sagen wir mal, ein bisschen Distanz um uns rum, dass wir, wenn wir leise sprechen, einigermaßen unter uns sind? Ja. Gibt auch ein paar andere Leute, die hier sind, also vor allem irgendwie Gäste, Reisende mit vor allem diesen Kordeln, aber ihr könnt euch leise unterhalten. Nun, Abelmir, ich denke, wir können es uns leisten, ein Hotelzimmer hier zu nehmen. Wie viel wir uns dann tatsächlich hier aufhalten, ist die andere Frage. Aber ich glaube, es würde die Gemüter beruhigen, wenn wir zumindest in dieser Sache nicht die Konfrontation suchen. Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht könnten sie es auch täuschen, indem wir tun, als wären wir in den Zimmern und sind völlig woanders. Nun, wenn ihr da etwas machen könnt. Nun ja, für mich selbstverständlich. Für euch, ich weiß nicht, was eure Fähigkeiten in der Tarnung und Täuschung sind. Nun, wie alle Thulamiden verehre ich den Herrn Fex, aber nun ja, es ist nicht so ganz der Schwerpunkt meines Glaubens. Vielleicht sollte ich euch einmal ein wenig im Keller umschauen. Dies war vorher ein Casino, eine Glücksspielhölle. Es würde mich nicht wundern, wenn sie über mehrere Ausgänge verfügen würden. Immer noch. Nun, und wenn nicht, kann ich vielleicht wenigstens euch etwas Zeit verschaffen. Wenn sie davon ausgehen, dass wir gemeinsam auf dem Zimmer sind, dann werden sie hoffentlich nicht hereinplatzen. In der Tat. Sag, habt ihr eine Lust auf eine Partie Garadan? Oder Rot und Weiße Kamele? Rot und Weiße Kamele spiele ich sehr gern. Ah, du dort, Sumudan war dein Name, nicht wahr? Ja. Könnt ihr uns das Brett bringen? Das Brett wird gebracht. Ja, ich würde dann die Partie... wünscht ihr die Weißen oder die Roten Kamele? Die Weißen. Natürlich. Wir wollen uns wahrscheinlich dann eine Weile beschäftigen, wahrscheinlich mit Tee und Gebäck und der Partie. Genau. Und Rot damit, und Weiß kommen wir da. Damit sehen wir auch sehr harmlos aus. Und dann können wir uns vielleicht noch ein bisschen über den Hisinde-Tempel unterhalten. Ich würde wirklich gerne in den Hisinde-Tempel. Ich bin nicht der Meinung, dass die Wachfrau uns ernsthaft aufhalten kann, zumindest aus politischer Sicht. Aber die Lage wird dadurch verkompliziert, dass der Tempel tatsächlich mehr oder weniger im Palastbezirk liegt. Ja, in der Tat. Wir müssten etwas, nun ja, unauffälliger agieren. Vielleicht in der Nacht. Habt ihr zufällig etwas dunklere Kleidung in eurem Gepäck? Das sollte kein Problem darstellen. Ich bin auch gespannt, was sie uns dafür einen Index anschleppen. Und so etwas schreibt sich schließlich nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, vielleicht erfahren wir über die Leerstellen, über das, was nicht in diesem Dokument steht, etwas darüber, was wir hier herausfinden könnten. Ja, nun, ich fürchte, sie werden uns nur den öffentlichen Index zur Verfügung stellen. Aber vielleicht sind dort die eine oder andere interessante Schrift zu finden. Währenddessen bei Boltax und Diamantes. Ja, nachdem mein Odem gelungen ist, wende ich mich einmal Saphira zu. Saphira. Ja? Nun, das letzte Mal, als eine Hexe mich eingeladen hat, war vor 2 Jahren, sie hieß Alariel, hat sie versucht, mich zu verzaubern. Tut das um euretwillen bitte nicht. Ansonsten kann ich ungemütlich werden. Boltax, wovon redest du da? Wo sind wir hier? Also, sie ist magisch und die Katze auch. Ah, Kanijun. Meine Muskeln sind schwach. Meine Knochen schmerzen.
Meine Augen sind müde. Ich habe euch meine Saphira geschickt, denn ich brauche etwas von euch. Sie ist in Gefahr. Wer ist jetzt in Gefahr? Shalvin. Mir sind Dinge passiert, die sich nicht aufhalten lassen. Aber doch weiß ich, dass ihr diejenigen seid, die den Rest verhindern können. Ja, gut, aber was haben wir mit Shalvin zu tun? Meine, also, wie seine Tochter Sumos, sowieso Kamor, aber behütet ihren Schlaf. Nicht mehr lange. Sie ist aufgewacht. Die Bakterium Charybdrot haben sie aufgeweckt. Tatsächlich. Ihr müsst nach Norden von hier. Nehmt Saphira. Sie ist meine Beine. Sie ist meine Augen. Sie ist meine Knochen. Begleitet sie nach Sephianiel. Ihr müsst Shalvin helfen. Na gut. Moment. Sie ist eure Augen und Knochen, aber ihr seid doch keine Hexe. Sie ist die Hexe. Manchmal ist das Offensichtliche verschleiert. Ich verstehe. Na gut. Macht Sinn. Du verstehst? Ich verstehe hier gar nichts. Nun, lass mich dir etwas über eine der Töchter Sumos erzählen. Handelt sich um Shalvin, die ähnlich wie Sokamor eben, aber anders als Angrosch, den Schlaf ihrer Mutter behüten wollte. Sie war die klügste von Sumos Töchtern, sehr umsichtig und führte die ersten Kriege gegen die Heerscharen des geschuckten Übels aus der goldenen Drachenstadt, um den Schlaf ihrer Mutter zu verteidigen. Schließlich hat sich aber der finsterste aller Würmer, Pierre der Goldene, selbst in seinem Zorn, bei Shalvin ihm Gefahr verhieß, erhoben. Naja, und er schleuderte alles gegen sie, was er hatte. Saphira, du bist weise, dass du Boltax hierher gerufen hast. Weiß er doch bereits um Shalvin und ihr Erbe. Bei dem ward nichts mehr von Shalvin gehört, aber nun heißt es, dass sie immer noch dort ist und ich würde mich freuen, einer der Töchter Sumos zu helfen. Immerhin hat sie sich gegen das geschuckte Übel gewandt und das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben, Diamantes. Die Zeichen werden alsbald für alle sichtbar sein. Noch sind sie verborgen, doch passiert sind sie bereits. Ich verstehe. Wenn es soweit ist, werdet ihr wissen, was ich meine. Saphira wird auf euch warten. Sie wird euch nach Sephianiel bringen. Und dort könnt ihr dann Shalvins Thron suchen. Sie weiß mehr. Sie ist meine Augen und meine Knochen. Gut. Naja, ihr habt gut daran getan, uns zu kontaktieren und mich nicht zu verzaubern. Ansonsten wäre das wie mit Alariel geendet. Naja gut, Alariel lebt auch noch. Aber, naja, die war am Ende doch gar nicht so übel. Wir nehmen Saphira selbstverständlich mit an Bord. Ich denke, das ist eine gute Idee. Saphira? Niobara möge euch behüten. Hab Dank. Kraft meines Amtes als erster Bordmagus stelle ich euch naja, ich kann nicht offenbaren, dass ihr magisch begabt seid, aber ihr kennt euch sicherlich gut mit Katzen aus, nicht wahr? Auf jeden Fall. Gut, wir haben Bordkatzen. Ich stelle euch als Vollbeauftragte der Bordkatzenpflege ein. Geht am besten direkt zum Schiff und sagt, dass Boltax euch eingestellt hat. Falls ihr auf dem Schiff auf, ich weiß nicht, Abelmir oder Yalan oder was weiß ich, einen von den anderen trefft,
Sagt ihnen, Boldax hat seine Gründe dafür, das zu tun. Und sagt ihnen, der Hochkönig macht wunderbare Witze. Wenn ihr ihnen das sagt, dann werden sie merken, dass ihr euch das nicht einfach aus den Fingern gesogen habt. Oh, erzählt ihnen am besten einen guten Zwergenwitz. Kennt ihr einen? Sie guckt dich mit großen Augen an, schüttelt den Kopf und stammelt so ein bisschen vor sich hin. Gut, also, das ist unser geheimes Losungswort. Was haben Born Stolz, das ist die Kutsche von Störrebrand, und das Madermal gemeinsam? Ha? Sind beides Märtyrer. Gut, ihr habt ihn verstanden. Sehr schön. Dann können wir ja weiter fortfahren. Mir geht am besten gleich. Garnison, passt auf in der Stadt. Vertraut niemandem. Das habe ich nicht vor. Wir müssen jetzt aber erstmal in die Bibliothek gehen und Sachen recherchieren. Der Thron, den werden wir am besten auch mal recherchieren. Es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Diamantes, habt ihr noch eine Frage? An die Hexen? Nein. Ich dachte, wir werden hier überfallen, aber da wird uns wohl eine neue Bürde auferlegt. Haben wir nicht schon genug Aufgaben, Boltax? Ja, eine mehr oder weniger. Helden wachsen an ihren Aufgaben. Nun, Hauptsache, du verstehst irgendwas von der Aufgabe, denn du weißt nur, dass wir irgendwo hingehen müssen und etwas tun. Und das wird sich alles scheinbar zeigen, soweit es soweit ist. Das ist sehr vage gehalten. Ja, so ist es doch aber immer. Wenn sich etwas vor seiner Zeit offenbaren würde, dann wäre der alte Zausel in der Weissagungsakademie aber sehr, sehr unzufrieden. Und die anderen werden sich wohl auch ein Bild davon machen können. Mal ja. Sehen, was sie dazu zu sagen haben. Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir erstmal zur Bücherei. Zur Akademie. Wenn Boltax und Diamantes sich zum Gehen umdrehen, würde Saphira beide von hinten nochmal einmal umarmen und ihnen ein Dankeschön zuhauchen und dann einfach wieder weggehen. Ja, du kriegst einen festen Griff um dein Handgelenk, sobald du das tust. Am besten nicht in solchen Gassen machen, aber nachdem du es dann bist, wird auch wieder losgelassen. Ja. Nun, also. Sehr gern geschehen. Sie lächelt dir nochmal zu. Schleich dich nicht so heran. Entschuldigung. Ja, und dann geht's zur Akademie. Ja, derweil können Yalan und Rafim ihre Tauschgeschäfte beenden und wieder zurück in Richtung ihres Schiffes bzw. Steges treten und dort dann warten oder andere Dinge tun. Wie so tageszeitmäßig, wie sehen wir gerade aus? Später Nachmittag hatten wir schon, also würde es früher Abend sein. Die Sonne ist demnächst am Untergehen, also sie leuchtet genauso orange-rot am Horizont wie jetzt der Feuerschlick, der von den Möwen bewacht wird, die euch aus glasigen Augen anblicken und etwas kreisen. Ich denke, ich schau mal bei Kanal 10 Hörner rein und teste die Eulen trennen. Nicht, dass man uns mal wieder schlechte Eulen drin untergejubelt hat. Ja, die Eulentränen sind bereits fertig und du kannst sie dir dann ins Auge träufeln. Die Pupille weitet sich und du siehst viel zu viel Farbe und viel zu viel Licht. Alles ist sehr intensiv. Dann bleibe ich, ich sehe ja zum Glück nicht zum ersten Mal, dass ihr alle Eulentränen benutzt. Dann bleibe ich einfach die Stunde, müsste das in etwa sein, in Kanazidanas Kabine sitzen. Kann dann erzähle ihm was von Dingen, die noch nicht in unseren Tagebüchern stehen. Und dann treffe ich mich mit den anderen. Meister Greifenmund, ich habe eine Frage. Eure Tagebücheinträge sind dahingehend etwas skurril. Ihr habt euch in Widersprüche verstrickt. Dies passiert für gewöhnlich. Was genau wollt ihr wissen? Es sieht so aus, als ob ihr selbst Opfer eines verborgenen Wissens geworden seid. Ich habe einige Abweichungen in eurem Schreibstil bemerkt, und zwar auf den namenlosen Tagen von 27 nach 28.
27 nach 28, da waren wir in Romulus, denke ich. Ja, ja, genau. Das ist zumindest das, was in eurem Buch stand. Schwierige Zeit, das. Aber was genau meint ihr? Nun, es sieht so aus, als ob ihr eure Vergangenheit nicht bewusst seid. Man unterstellt mir eine gewisse Vergesslichkeit, aber worauf wollt ihr hinaus? Fundamentale Änderung, und das würde ich gerne bei den anderen auch noch einmal nachvollziehen, so ihr dann mit ihnen unterwegs wart. Rafim war bei euch, Meister Abel mir selbstverständlich. Wenn ich die Tagebücheinträge von Ihnen lesen könnte, könnte ich die Querverweise noch einmal wiederherstellen, eventuell. Oder aber ihr, da wir sowieso in Elberum sind, Feuerschlick. Das ist natürlich ein sehr unorthodoxer Vorschlag, aber sollte es sein, dass ihr etwas vergessen habt, was fundamental wichtig ist für eure Persönlichkeit, dann kann Feuerschlick diese Dinge wiederherstellen. Das Vergessen, wie könnte ich denn etwas vergessen und es kommt auf diese Weise zurück? Ich meine, Zauberei oder woran denkt ihr? Nun, was in den namenlosen Tagen passierte, lässt sich schwerlich sagen. Die Sphären sind dünn und es kann auf Kamales wirken, als auch auf Astrales wirken zurückzuführen sein. Aber würden die anderen nicht wissen, dass ich etwas vergessen habe? Und da würde wenn es tatsächlich so wichtig ist, dass ihr es... Oh. Ich werde euch die anderen Tagebücher heraussuchen und ich schicke euch nachher Boltox rein, der ich sicherlich davon erzählen und ich garantiere nicht für den Feuerschlag, aber ich muss gehen. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass das Fest der Erleuchtung oder die Nacht des Lichts tatsächlich so heißt, weil verschüttete Erinnerungen aus der Kindheit durch solch ein Pulver wiederhergestellt werden können. Alles. Ich werde darüber nachdenken. Wir werden sehen, wie es aussieht. Hab Dank. Er verbeugt sich vor dir und du wirfst noch einmal einen unguten Blick auf das Zettelchaos und die anderen rankenden, wuchernden Pflanzen in dieser Kajüte. Ja, und dann tastet er sich vorsichtig übers Deck, bis er dann in die Abelmeerskajüte wieder ankommt, denn die Eulentränen wirken ja noch. Sagst du mir eine Zahl für die Qualität, denn die hängen von den THP-Sternen ab? Von den Eulentränen? Ja. Haben die eine Qualität als profanes Archivikum? Wie gesagt, ihre Qualität hängt von den THP-Sternen ab. Sie haben keine normale Qualität, sondern es kommt nur darauf an, wie gut seine Probe war. Ich kann eine Würfel, wenn du willst. Liegt 18, also wahrscheinlich, wenn möglich, F. Ja gut, also wie gesagt, die Erleichterung war... Er ist herausragender Alchemist. Oder vollendeter. Tun wir so wie 18. Und ich nehme an, wir haben genug für 4-5 Leute. Die helfen ja, ja, klar. Gut. Dann warte ich halt in der Kajüte, bis die anderen auftauchen. Ja, Rafim muss auch irgendwo oben am Deck sein, schnitzt noch oder misst irgendwie die Trollzacke ab. Könnte dann natürlich zu dir kommen, ansonsten... Ja, Rafim würde anfangen, eine kleine Medaille zu entwerfen. Mit Bergen im Hintergrund, im Vordergrund einen toten schwarzen Drachen und irgendwo da drin noch die Faust der Basaltfäuste. Das möchte ich gerne schnitzen. Ja, Holzbearbeitungsprobe. Und natürlich auch wann, also gelingen wird es dir auf alle Fälle, wie gerade Ziel, das entscheidet Holzbearbeitung. Kannst auch Talentspezialisierung einbringen, sollte da irgendwas sein. Nee, man hat jetzt ja das gute Werkzeug, okay, macht keinen Unterschied. Wenn mir das gefällt, möchte ich gerne damit anfangen, davon 37 weitere herzustellen. Also nicht jetzt, aber grundsätzlich. Im Verlauf der Zeit. Gut. Genau. Ja, Holz ist genug da. Wahrscheinlich wird dann Angroschminia für genug Holz an Bord gesorgt haben. Und gerade wenn ihr am Hafen seid, ist das sowieso nie ein Problem, sodass du dann über genug Rohmittel verfügst. Diamantes und Boltax derweil werden an dem Sultanstor abgehalten. Als Abschaum wird die Faungarde vor euch treten und euch den Weg versperren. Hier, kein Zutritt. Oh, warum nicht? Wer kommt hier durchs Tor? Hochgestellte Persönlichkeiten, Junge, nicht du. Nenn mich nicht Junge. Weißt du denn, wer ich bin? Weißt du denn, wer ich bin? Na, haben wir wohl was gemeinsam. Gut, verschwinde von hier. Wenn ich ihn einmal vorstellen dürfte? Oder wollt ihr das selbst machen? Nein, nein, Boltax, fahr fort. Nun, dies hier ist Diamantes.
weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er ist seit kurzem mit der Sultana von, wie heißt sie noch? Rashbatana. Rashbatana liiert. Ich denke also, wenn ihr ihn als Abschaum bezeichnet, hätte seine Angebetete in höchstem Maße ein Interesse daran, euren Namen zu erfahren, sodass sie dann, ich weiß nicht, im nächsten Gespräch mit Iphemia ein gutes Wort für euch einlegen könnte, wenn wir verstehen. Aha, du bist also irgendeine Hure für das Bordell von Narashvatana? Sagt mir nichts. Iphemia regiert in dieser Stadt, also geh wieder. Nun, wir hatten erst vor kurzem eine Unterredung mit Iphemia. Rashbatana Alkira, Sultana von Palmyrabis, ist meine Angetraute und ich gehöre bald ihrem Harem an. Harem. So möchte ich nicht von dir als untergestellte Persönlichkeit behandelt werden. Du bist hier eine Stadtwache. Wache eines wichtigen Tores, das erkenne ich an. Und ich sehe, dass du nicht nur einfach ein Dahergelaufener bist, der eine Waffe in der Hand hältst. Ich gebe dir den nötigen Respekt, den du auch verdienst, und das erwarte ich im Gegenzug. Spreche ich denn wie ein Dahergelaufener aus diesen Elendsvierteln? Oder sehe ich so aus? Wir haben eine Etiketteprobe. Ja, das soll ich sogar haben. Wäre gut. Gesellschaft, ne? Ja, das hab ich doch. Ansonsten auf Charisma ableiten. Ja, nee, das wäre nicht gut. Ja, klar habe ich Etikette. Also gut, Junge, aber nur weil du es bist. Was ist mit dem Zwerg? Ich bin sein Leibdiener. Ist das nicht offensichtlich? Ja, guck nochmal rüber zu Diamantes. Ihr wollt meinen meinen Leibdiener hier nicht abweisen, oder? Was wollt ihr denn, Felakant? Wir beschauen uns die Stadt und Es geht um Lyrik. Er wollte seine Angetrauten etwas Schönes schreiben und braucht einen guten Füllfederhalter und ein Schreibepult. Und da dachten wir, wir gehen direkt zur Akademie. Dort wird man sicherlich in Abgeschiedenheit ein wunderbares, poetisches Gedicht verfassen können. Mein Leibdiener Boltax ist quasi ein Experte diesbezüglich und berät mich da sehr gut. Tja, dann viel Spaß in Shariat. So, lassen Sie euch vorbei. Und euch noch hier viel Erfolg bei der Wache. Ja, ein paar Schritte vom Tor entfernt, nicht mehr in der Hörweite. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut du in solchen Situationen klarkommst, Boltax. Naja, sag ihnen das, was sie hören wollen, und sie lassen dich durch. Sie wollten eine hochgestellte Persönlichkeit. Ich habe ihnen eine hochgestellte Persönlichkeit gegeben. Sie wollten einen Grund, warum wir eintreten. Den habe ich ihnen gegeben. Ich hätte fast mehr darüber erzählt, dass wir hier bei der Sultana waren. Aber gut, dass du mich da unterbrochen hast. Ich glaube, das hätte nur mehr Fragen aufgeworfen. Ich denke auch. Am Ende hätte die Wache uns wieder verfolgt. Hm. Das können wir jetzt bestimmt nicht gebrauchen. In der Tat. Dann sollten wir mal schnell los. Ja, Zulamin und Abelmir haben die dritte Partie Rot- und Weiße Kamele abgebrochen, weil die Regeln dann doch etwas komplexer sind. Zumindest für Abelmir. Der ist dann doch andere Spiele aus dem Horasreich gewöhnt und Zulamin versucht es immer wieder zu erklären, aber scheitert einfach an dem Unverständnis. Die Regeln sind doch so sehr einfach. Gerade wenn man noch einen Tee auf dem Tablett stehen hat, beziehungsweise auf dem Tisch, dann kann man den Tee als Spielfigur ebenso benutzen. Warum möchte das Abelmir nicht verstehen? Ja, ich bin mir nicht sicher, was diese Regeln antrifft. Glaubt ihr wirklich, dieses Stück Würfelzucker ist eine Ware? Nun, es diente eher zur Veranschaulichung. Ich habe versucht, es euch zu erklären damit. Aber ich bitte, grämt euch nicht. Ich beherrsche zwar dieses Spiel, aber von tatsächlichen Handelsrouten und dergleichen verstehe ich auch nicht besonders viel. Nun, ich hoffe, ihr betrügt mich nicht oder, naja, nennen wir es Mogeln. Aber Abelmir, was denkt ihr von mir? Ihr seid sehr, sehr, sehr gewinnlustig, könnte man sagen. Ihr wollt um jeden Preis gewinnen.
Ich kann das verstehen, aber ich bin nicht sicher, ob ihr die Regeln wirklich in Gänze mir erklärt habt. Oder ob es zusätzliche Regeln gibt, die ihr erfunden habt. Nun, ich wollte euch nicht überfordern. Natürlich gibt es weitere Regeln. Aber sie euch alle gleich im ersten Spiel an den Kopf zu werfen, wäre doch ein wenig viel. Auch wenn ihr ein sehr kluger Mann seid. Nun ja, ich werde mich erkundigen. Verlasst euch darauf. Nun, wollen wir nun zurückgehen oder das Zimmer hier nehmen? Ich denke, wir lassen uns den Schlüssel geben und gehen dann erst einmal zurück zum Hafen, oder? Ja, ich glaube auch. Jalan wollte uns ja noch sprechen heute Abend. Und wir haben ja die Papiere von Salamon Ibn Dafar. Ich denke, das ist ein guter Grund, zurück zum Schiff zu gehen. Ich denke auch. Ich hoffe, diese Wachen von dieser Visiere haben sich nicht allzu sehr gelangweilt. Und wenn nicht, ist es mir auch recht. Oh, ich hoffe, sie sterben vor Langeweile. Wir sollten das öfters machen. Dieses Spiel, meine ich. Ja, es ist doch eine sehr angenehme Betätigung. Und es bleibt auch noch genug Zeit, sich währenddessen zu unterhalten. Und dann.